haben uns entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Scharfzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch! Rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Petri, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Scharfzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann reiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na, so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Scheint Spaß zu machen. Werf so ein Ding zu mir. Oh!
ihr Bauchschleifer! Lasst meine Tochter zufrieden. Huh. Macht, dass ihr wegkommt. Verschwindet. Ich hab euch doch gesagt, es war ein Dreihorn. Sorgen wir dafür, dass sie nie wieder zurückkehren. Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe. Ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja. Und sie will ihre Eier zurückhaben. Na schön. Hip und ich werden sie ablenken. Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen. Da treffen wir uns dann. Jetzt komm schon, Hip. Reiß dich zusammen. Hey, hier drüben sind wir. Sieh mal, was wir hier haben. Schnell, renn zu den Bäumen. Wenigstens hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein! Verzieh dich! Gut, also danke gleichfalls.
Chirper! Wir ziehen auf mein Zeichen! Jetzt! Danke, Petri. Das ist für dich, du mieser alter Schafzahn. Ich komme, Freunde. Eins unserer Kinder, Ducky. Da lang, schnell. Oh. Ich komme, Ducky. Alter, mieser Schafzahn. Dich mit deinen Freunden schnell in Sicherheit! Hier lang, Kinder, folgt mir! Wir müssen weiter! Wir dürfen sie nicht hier durchlassen! Sie
Sie haben es auf die Kinder abgesehen. Bleib dicht zusammen. Wir werden Hilfe holen. Bleibt, wo ihr seid, ihr Scharfzähne! Sie drehen wieder um! Ja, aber warum? Irgendetwas Furchtbares scheint da oben vor sich zu gehen. Bleibt stehen, ihr Angstdinos! Ich zuerst! Hilf! Seht doch! Oh nein! Papa! Großvater! Auf den Damm rauf, Kinder, da seid ihr sicher. Nun macht schon! Aber was wird aus den Erwachsenen? Klettert da rauf! Ich kümmere mich um den Rest! Komm schon! Hey, sieh mal, dein Vater riskiert sein Leben! Oh, was für ein Trottel! Er ist kein Trottel! Papa! Hey, ihr kriegt mich nicht! Hilf! Die Erwachsenen haben es geschafft! Ja! Ich verdrück mich lieber. Das geschieht, Scharfzahn, richtig. Eher größere Angeber wie du. Hey, werd bloß nicht frech. Komm, Freunde, wir schmeißen noch mehr Steine auf sie. Seid ihr verrückt? Ehe ihr den Brocken bewegt, haben die Scharfzähne sich längst mit euren Knochen die Zähne gesäubert. Aber wir müssen es versuchen. Macht Platz, ihr Frischlinge. Nein, so wird das nicht. Hip! Ach, vergiss ihn, Littlefoot. Er ist ein Blödmann. Wen nennst du hier Blödmann? Etwa mich? Und jetzt helft mit. Na, macht schon. So, alles klar? Und jetzt zugleich. Lasst unsere Kinder in Ruhe, hört ihr? Wir müssen dem Kampf ein Ende machen. Ja, zeigen Sie den Scharfzähnen, wer hier das Sagen hat. Seht doch Wasser! Wir haben das Wasser befreit! Ich dachte, ich würde schneller einen Scharfzahn treffen. Ja, was soll's? Dann suche ich mir eben morgen einen Scharfzahn. Jetzt mach ich erstmal ein Nickerchen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein.
Spanisch. Zu unterrichten ist schwieriger, als ich dachte. So viel zum Thema Freunde finden. Berg, dann werden mir die Schafzähne nicht folgen. Das würde ich auch nicht machen. Unter diesem Baum, da wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestling. Seht was! Jetzt nicht, Petri! Doch! Petri, folge! Steinstarke Idee, Petri! Nichts wie rauf! Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau, für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Chomper, musst du immer so lang sein? Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller, als wir denken. Sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Ja.
Ich seh mal nach. Sei vorsichtig. Littlefoot. Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chomper und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Spike! 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 Huh? Sogar meine Schritte haben einen Zurücksprecher. Damn it. Ducky!
das gerade? Ach so, ich verstehe. Ach, es hat keinen Sinn. Warum lasst ihr mich nicht einfach hier zurück? Das können wir doch nicht tun. Ich halte euch nur auf. Und ich kann keinen einzigen Schritt mehr laufen. Ich kann mich natürlich auch irren. Weg hier, weg! Was sind da los? Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte die Jungen beschützen und nicht wie ein Feigling einfach weglaufen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Der Schaffner, komm auf der Schaffner! Doch ziemlich tot. Na komm schon, du schaffst das. Halb so wild. Das ist doch nur ein großer, toter Schafzahn. Könnte auch ein Haufen Dreck sein. Ein großer Haufen Dreck mit großen, scharfen Zähnen. Ich brauche einen Stock oder irgendwas in der Art, um sein Maul aufzukriegen. Schnell ein und dann nichts wie weg. Wer weiß, wie lange der Stock hält. Oh ja, der hier sieht nicht schlecht aus. Ach, der steckt aber ziemlich fest. Ich schaff das schon. Oh, hui, ganz schön windig hier drin. Momentchen mal. Ich bin doch jetzt in dem Maul eines Schafzahns. Hier drin kann es doch nicht windig sein. Es sei denn, er atmet. Aber wenn er atmet, dann heißt das, dass er lebt!
glaube, ich habe mich verirrt. Ich will kein einsamer Dinosaurier mehr sein. Lauf weg, Littlefoot! Ihr seid mir gefolgt? Tun wir das denn nicht immer, hä? Ihr seid wahre Freunde. Ich hoffe nur, dass Großvater es schafft. Er macht ganz gut. Bis jetzt jedenfalls. Nicht hinsieht. Ich muss ihm helfen. Oh, sie kommen wie immer genau im richtigen Augenblick. Ist vermutlich einfach nur Glück. Wir haben Glück, dass Schafzähne nicht besonders hell sind. Gefolgt sind. Hier drüben werden sie uns nie finden. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Hey, Petri, du könntest doch rüberfliegen und ihnen sagen, wo wir sind. Ich? Ganz allein? Über der große Wasser? Ducky, was ist mit dir? Du kannst doch rüberschwimmen. Oh, nein. Das geht auf gar keinen Fall. Das große Wasser ist so tief und so dunkel und... Oh nein. Wir haben wohl alle ziemliche Angst vor dem großen Wasser. Ja. Es ist nicht fair, einen von uns allein darüber zu schicken. Wenn einer geht, gehen wir alle. Wenn ich doch nur wüsste, wie... Hey, da fällt mir was ein. Du bist sicher, dieses Ding schwimmt auf dem Wasser? Mit einem Stöckchen hat's bisher immer funktioniert. Schiebung! Ich glaube, das Stöckchen war wohl zu groß. Hey, Freunde, seht euch das an! Das muss ich dir lassen, Zera. Manchmal hast du tolle Ideen. Das hilft mir jetzt auch nicht. Mir ist übel. Vielleicht kommt das von dem komischen Essen, was wir gegessen haben. Hey, was war das? Petri, was machst du da oben? Ich will vom großen Wasser so weit weg sein, wie geht. Oh, ich glaube,
Gott, ich muss mich übergeben. Spike, hör auf! Sonst kippt unser Baumstamm noch, hä? Oh, das gefällt mir gar nicht. Ein Problem? Ein Scharfzahn, der schwimmt! Du spinnst doch! Ah! Tira! Schwimmende Scharfzähne! Jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Wenigstens sind wir jetzt vor den schwimmenden Schafzähnen sicher. Ja, da lassen wir uns doch viel lieber von den richtigen Schafzähnen auffressen. Littlefoot, ich spiele ihn zu dir. Littlefoot, ich frei, pass zu mich. Wie du willst, der ist für dich, Petri. Wir haben ihn. Petri. Das nenne ich Mannschaftsgeist. Also ich nenne das Zufall. Also schön, das Tor zählt, aber vergesst nicht, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ups. Spikey, schnell gib ab zu Ducky. Ich bin frei. Jupp, jupp, jupp. Wow! Das klingt ja komisch. Ja, wo ist der hin? Hey, was ist denn da?
los. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Nicht, dass es das gibt. Man sieht gar nicht, wo das hinführt. Sieht aus wie eine riesengroße Höhle. Ich frag mich, wie groß die ist. Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Los, kommt mit! Wow! Hey, seht euch das an! Oh. Los, kommt! Echt komisch, dass wir hier noch nie waren. Das gefällt mich. Das ist unser spezieller kleiner Versteckungsplatz. Solche Bäume habe ich noch nie gesehen. Das riecht gut. Igitt, ihr Blattfresser habt ja vielleicht einen komischen Geschmack. Ich glaube, die Baumleckereien schmecken. Ja, das glaube ich auch. Oh doch, oh doch. Vielleicht stimmt was mit euren Nasen nicht. Das riecht so übel, dass ich Kopfschmerzen kriege. Ich verschwinde. Warte auf mich, Chomper. Ich kann nicht auf dich aufpassen, wenn ich dich nicht sehe. Wir treffen uns alle nachher, wenn wir hier fertig sind. Hey, seht mal. Spike findet, dass die Leckereien so gut schmecken, wie sie riechen. Die schmecken super. Ich probiere gleich noch eine. Und dann noch eine. Ja, und noch eine. Gute Freunde haben Spaß hier in jedem Fall. Gute Freunde, Baumleckereien gibt's überall. Das ist ganz großer Spaß. Sag es, Ducky. Jap, jap, jap. Gute Freunde lachen und toben mit dem Wind. Gute Freunde, schön, dass wir zusammen sind. Wir sollten lieber wieder zurückkehren. Ich kann's kaum erwarten, allen zu erzählen, wie toll die Baumleckereien waren. Wenn du das tust, dann wollen alle was davon abhaben. Sarah, du weißt doch, dass man sowas nicht geheim halten darf. Aber hier gibt's nicht genug Baumleckereien für alle. Wozu sollen wir es ihnen dann erzählen? Tja, ich denke, da ist was dran.
Ja, selbstverständlich. Um ein paar versteckte Bäume mit Baumleckereien müssen wir doch nicht so viel Wind machen. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gefuttert. Ducky, Spike, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo habt ihr gesteckt? Also, wir waren... Naja, wir haben Fangen gespielt. Ihr müsst doch furchtbar hungrig sein. Die habe ich extra für euch aufgehoben. Oh, die mag ich am liebsten. Also, je öfter wir hierher kommen, desto besser schmecken die Baumleckereien, Freunde. Gut, dass ihr so viele gegessen habt. Dann sind weniger Stinker übrig. Ach, es riecht immer noch ganz ekelig. Tja, dann müssen wir wohl weiter essen. Richtig, Spike? Ducky, Spike, geht es euch auch wirklich gut? Ihr habt ja immer noch nichts gegessen. Wir haben keinen Hunger. Du und Spike? Ihr habt keinen Hunger? Genau. Vom vielen Fangenspielen sind wir irgendwie satt geworden. Mama, es gibt da etwas, was Spike und ich dir sagen. Nein. Das kann nicht sein. Nicht hier. Oh nein. Was ist los? Kinder, los! Schnellschnapper hier im großen Tal? Schnell, beeilt euch! Ducky, Spike, schnell weg hier! Schnell, nehmt die Nestlinge und die Kleinen in eure Mitte! Und der Rest folgt mir und Großvater Langhals. Dann wollen wir den Schnellschnappern mal zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Hey, ihr Schnellschnapper. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Leid, aber heute Abend geht ihr hungrig in euer Nest. Diesen Schnellschnappern haben wir es aber gezeigt. Wie sind die bloß hierher gekommen? Sie müssen einen Weg ins große Tal gefunden haben, den wir nicht kennen. Es ist schon lange her, dass sich ein Scharfzahn ins große Tal verirrt hat. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Die Schnellschnapper sind auch meistens mit Rotklaue zusammen. Und Rotklaue ist der größte und gemeinste Scharfzahn von allen. Wenn die hier sind, dann ist er auch nicht weit weg. Dann müssen wir herausfinden, wie die Schnellschnapper hier rein und rauskommen. Genau, und bis wir das wissen, müssen wir Tag und Nacht auf der Hut sein. Spikey, willst du noch eine?
Ich habe keinen Hunger. Was ist, Spikey? Was? Da scheint ein Weg zu sein. Tja, aber wo führt der hin? Sieht echt unglaublich. Das ist ein anderer Eingang zu unserem geheimen Plätzchen. Und er führt direkt ins geheimnisvolle Jenseits. Oh, oh. Und das ist nicht alles. Schnellschnapper-Fußabdrücke. Wenn die Schnellschnapper hier reinkommen, dann könnten sie auch den Weg ins große Tal finden. So sind sie also letzte Nacht reingekommen. Oh, mir verschwinden, mir angstlich. Was wir jetzt machen? Wir wissen, wie die Schnellschnapper ins große Tal gelangt sind. Wir müssen die anderen warnen. Aber was ist, wenn sie sauer auf uns sind? Ich denke, das Risiko müssen wir eingehen. Das war nicht nett von uns. Das ist mehr als ein Upsi. Wir müssen los und allen davon erzählen. Auch wenn Stinke sauer sie auf uns sind. Mit den Schaufzähnen war nicht zu rechnen. Es ist zu spät. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und wir sagen schnell Bescheid. Tut uns leid, wenn wir noch nicht. Das ging zu weit. Es tut uns leid. Das war ganz falsch. Das war ein großer Fehler. Niemand darf die Baumleckereien in der versteckten Schlucht essen. Ihr habt also Fußabdrücke gesehen? Ja. Schnellschnapper-Fußabdrücke. Kinder, wie viele von den Baumleckereien habt ihr denn gegessen? Sehr viele. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Diese Baumleckereien haben einen Geruch, den Schafzähne nicht ausstehen können. Genau genommen macht sie der Geruch krank. Ja, das glaube ich. Aber wenn nicht mehr sehr viele davon übrig sind, hält der Geruch die Schafzähne nicht davon ab, ins große Tal zu kommen. Was? Oh nein! Großmutter, du musst die anderen warnen. Vater Dreihorn und ich untersuchen die versteckte Schlucht. Wenigstens wissen wir jetzt, wie die Schafzähne hier reingekommen sind. Oh je. Es gibt nur noch ein paar Baumleckereien hier. Tja, die riechen nicht mehr sehr stark. Die halten die Schafzähne garantiert nicht fern. Wir müssen einen anderen Weg finden, die Schafzähne vom großen Tal fernzuhalten. Es ist zu spät. Die Schnellschnapper kommen zurück. Das klingt wie... Uns entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Schafzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch!
Freunde, wir sind niemals rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Idri, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Scharfzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann reiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na, so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Scheint Spaß zu machen. Werft so ein Ding zu mir. Kann wirklich verschlossen werden, Großmutter? Ja, Littlefoot. Wir müssen sicher gehen, dass nie wieder ein Scharfzahn den Weg ins große Tal findet. Wir können niemals nicht wieder in unser spezielles geheimes Versteck. Nein, nein, nein. So, meine Freunde, der Zugang zur geheimen Schlucht ist verschlossen und das große Tal ist wieder vor den Scharfzähnen sicher. Also, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir alle in Gefahr gebracht haben. Wir haben den anderen nichts von den Baumfrüchten erzählt, die wir gefunden haben. Uns tut sehr, sehr, sehr leid. Das sollte euch auch leid tun. Ich bin zu alt, um mich mit Scharfzähnen rumzuschlagen. Aber Papsi, wie du mit Rotklaue gekämpft hast, das war total mutig. Oh. Wer hätte das gedacht? Mit Rotklaue gekämpft? Naja, also, das war doch nichts Besonderes. Was sollte ich machen? Ich stand Rotklaue Auge in Auge gegenüber. Man muss einen Scharfzahn glauben lassen, dass man keine Angst vor ihm hat. Das ist der Trick. Also marschierte ich auf den riesigen Rüpel zu und schaute ihm fest in die Augen. Dann brüllte ich so laut.
Und deshalb verändern die Baumsterne ihre Farbe, bevor die kalte Zeit kommt. Das war ja eine tolle Geschichte, Großvater. Oh ja, bitte erzählen Sie uns doch noch eine Geschichte. Ja! Na ja, schön. Wie ihr wollt. Tja, wollen mal sehen. Ah ja, ich weiß. Es war einmal vor vielen kalten Zeiten. Da gab es einen jungen Langhals mit dem Namen Sternengucker. Jede Nacht kletterte er auf einen Berg, um sich die Himmelssterne anzusehen. Aber eines Nachts kamen die Himmelssterne vom Himmel herunter. Sie wollten sich den Langhals ansehen, der dauernd nach ihnen Ausschau hält. Die Himmelssterne sagten Hallo zu Sternengucker und fragten ihn, ob er sie nicht mal besuchen wolle, hoch oben im Himmel. Und du meinst, das ist wirklich passiert? Ich bin nicht sicher, ob du die Geschichte richtig erzählst. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. So alt wie du bist, musst du doch alle Geschichten durcheinander bringen. Saro, bist du das wirklich? Und ob ich das bin, ich dachte, ich würde dich nie finden. Ich fass es nicht nach all den vielen Jahren. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ich habe sie nie aufgegeben, wie grünes Essen in der kalten Zeit. Auch wenn es plötzlich weg ist, es wächst immer wieder nach. Großvater? Wer ist das? Kinder, ich möchte euch einen alten Freund von mir vorstellen. Sein Name ist Saro. Freut mich, euch kennenzulernen. Aber wer ist das? Ein Schafzahn? Das ist Chompa. Littlefoot hat ihn ausgebrütet. Und jetzt lebt er mit uns zusammen. Ja, ich möchte gern lernen, mit unterschiedlichen Dinos gut auszukommen. Tja, da hättest du keinen besseren Lehrer finden können. Es tut gut zu hören, dass du immer noch Langhalsgeschichten erzählst. Großvater erzählt die schönsten Geschichten im Tal. Das kann ich mir vorstellen. Euer Großvater war schon immer ein großer Geschichtenerzähler. Ein Geschichtenerzähler? Was ist denn das? Ein Geschichtenerzähler reist durch das Land und erzählt die großen Langhalsgeschichten allen Langhalserden. Und du warst so ein Geschichtenerzähler? Euer Großvater war einer der besten Geschichtenerzähler aller Zeiten. Ich habe versucht, jede seiner Geschichten auswendig zu lernen. Na ja, ich wollte doch nur, dass sich alle an unsere wichtige Vergangenheit erinnern. Wir lieben Geschichten. Das tue ich auch, oh ja! Ja, Großvater, Saro? Könnt ihr uns eine von den großen Langhalsgeschichten erzählen? Naja, ich denke, ein oder zwei Geschichten hätten wir schon noch drauf. Wer weiß denn, wie die Langhälse zu ihrem Namen gekommen sind? Das ist, weil sie einen so langen Hals haben. Jap, jap, jap. Das weiß doch jeder Nestling. Aber wusstet ihr, dass die Langhälse nicht immer so einen langen Hals hatten? Hatten sie nicht? Es war einmal vor vielen kalten Zeiten, lange bevor wir geschlüpft sind. Da hatten die Langhälse einen kurzen Hals. Da waren die Bäume noch klein und sie kamen mühelos an die Baumsterne in den Wipfeln der Bäume heran. Immer wenn die große, helle Scheibe am Himmel war, sangen die Bäume ihr ein Lied.
Die große, helle Scheibe mochte die Lieder so sehr, dass sie die Bäume umarmte und zu sich zog, sodass sie ganz lang wurden. So waren sie näher am Himmel, wenn sie ihr Lied für die helle Scheibe sangen. Aber jetzt hingen die Baumsterne so hoch, dass die kurzhalsigen Langhälse nicht mehr an sie rankamen. Das tat der Nachtscheibe so leid, dass sie ihnen helfen wollte. Durch das Licht fühlten sie sich besser. Und so reckten sie ihre Köpfe nach oben, um näher an der Nachtscheibe zu sein. Und während sie das taten, wurden ihre Hälse so lang, dass sie wieder an die Baumsterne herankamen. Die Freundlichkeit der Nachtscheibe half uns, Langhälse zu werden. Tja, Kinder, so haben die Langhälse ihre langen Hälse bekommen. Das war eine steinstarke Geschichte, Jap, Jap, Jap. Die Geschichte von den Baumsternen hat Spikey hungrig gemacht. Es muss wundervoll sein, wenn man die ganze Zeit über Geschichten erzählt. Es ist eine Ehre, die großen Langhalsgeschichten zu erzählen. Und eine sehr wichtige Aufgabe. Aber viele Langhälse haben ihre Geschichten vergessen. Deshalb musst du zurückkommen und wieder ein Geschichtenerzähler sein. Was, ich? Nein, nein, das geht nicht. Wir reisen durch das Land und erzählen allen die großen Langhalsgeschichten, so wie früher. Das klingt nicht schlecht, Saro, wirklich. Also willst du wieder ein Geschichtenerzähler werden, Großvater? Natürlich will er. Saro, es tut mir leid. Ich weiß, wie wichtig diese Geschichten sind. Ich war immer gerne ein Geschichtenerzähler, aber es ist schon lange her. Die Dinge haben sich verändert. Was meinst du damit, Großvater? Naja, mein Platz ist hier im großen Tal. Mit dir und Großmutter und all den anderen. Aber du bist der Geschichtenerzähler. Die Langhälse brauchen dich. Ich brauche dich. Ich kann die Geschichten doch nicht selbst erzählen. Nein, Saro, das geht leider nicht. Die Zeiten des Herumziehens sind für mich vorbei. Dann wendest du dich von uns ab und von unseren Traditionen. Saro, warte doch! Wir haben uns nichts mehr zu sagen. In Ordnung mit dir? Naja, ich bin nur traurig wegen Saro. Er ist verletzt und verärgert. Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Früher dachte ich, er und ich, wir würden immer zusammen Geschichten erzählen. Ach, aber das ist wirklich schon sehr lange her. Ich weiß noch, wie es früher war. Alles war noch ganz wunderbar. Man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Doch irgendwann ist es zu spät. Ich denke gern dran zurück. Erinnere mich ans große Glück. Und auch wenn es mal traurig war, ich denke auch daran zurück. Ich erinnere mich, ja.
hoffte immer, Saro würde eines Tages der Geschichtenerzähler werden. Er kennt alle Geschichten genauso gut wie ich. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt ist Saro zu verärgert, um mir zuzuhören. Das ist eine traurige Sache. Und ehrlich gesagt, vergesse ich langsam die alten Langhalsgeschichten. Die Langhalsgeschichten dürfen nicht verloren gehen. Ich muss Saro finden. Oh-oh. Saros Fußabdrücke führen ins geheimnisvolle Jenseits. Wer ist das? Komm raus da! Ich habe keine Angst vor dir! Warum solltest du vor mir Angst haben? Oh, Chomper. Ich dachte, dass... was machst du hier? Ich bin dir gefolgt. Und was machst du? Ich folge Saros Fußabdrücken. Ich muss ihn wieder zurückholen. Großvater möchte, dass er der neue Geschichtenerzähler wird. Wow, du brauchst dringend meine Schnuffelnase. Dann findest du ihn ganz schnell. Ich hab ihn! Schnappen wir ihn uns. Ins schnelle Wasser gegangen. No, das sieht aber tief aus. Naja, vielleicht für uns, aber Saro ist ein ausgewachsener Dino. Der kann einfach da durchlaufen. Vielleicht können wir auch durchs Wasser laufen. Siehst du, es ist gar nicht so tief. Wow! Ich glaube, es ist doch ein bisschen zu tief für mich. Also durchlaufen können wir vergessen. Aber vielleicht bin ich dafür groß genug. Siehst du? Kann ich auf dir reiten? Klar, hopp rauf mit dir. Danke. Und jetzt immer weiter geradeaus. Ist ein großer Langhals. Wahrscheinlich ist er einfach darauf gesprungen. Aber das ist zu hoch für mich. Ich schaff's. Naja, nicht ganz. Vielleicht können uns ja ein paar Steine helfen, darauf zu klettern. Echt schade, dass Zera nicht hier ist. Sie kann Sachen umherschieben wie kein anderer. Das müsste reichen. Los, versuchen wir es mal. Ja, es hat geklappt, Littlefoot. Wir beide sind ein gutes Team, Chomper. Ja, finde ich auch. Und weiter geht's, mir nach. Wir wollen nach Saro finden. Dein Geruch ist jetzt viel stärker. Nicht schlapp machen, Littlefoot. Wer macht denn hier schlapp? Na bitte, da ist er ja. Littlefoot? Chomper? Wieso seid ihr mir gefolgt? Wir wollten dich fragen, ob du nicht ins große Tal zurückkommen willst. Du musst unbedingt mit meinem Großvater sprechen. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Warum bist du sauer auf Littlefoots Großvater? Wenn er nicht mitkommt, um der Geschichtenerzähler zu sein, geraten alle großen Geschichten in Vergessenheit. Aber warum kannst du nicht der Geschichtenerzähler sein? Weil er der Geschichtenerzähler ist. Ich kann das nicht machen.
Ich kann nicht. Oh nein! Fallende Steine! Auf das noch! Ihr hättet mir nicht folgen dürfen. Jetzt blockieren die Felsen den Rückweg ins große Tal. Aber dann kommen wir nicht mehr zurück. Was machen wir denn jetzt bloß? Hey, das schaffen wir. Komm, wir klettern darüber. Glaub ich nicht. Wir kommen nie mehr nach Hause. Jetzt hol erst mal ganz tief Luft. Und denk nach. Ich hab große Angst. Bald wird es dunkel. Augen zu. Denk dran, wie die Wolken hell funkeln. Hey, wir finden einen Weg hier heraus. Doch wenn wir nun zu schwach sind für die Steine, was wollen wir tun? Ich will raus. Wir kommen schon nach Haus. Glaub ganz fest daran. Wir kommen an. Das hoffe ich sehr. Kinder, hat euch euer Großvater schon mal die Geschichte von Langläufer erzählt? Langläufer? Nein, ich glaube nicht. Langläufer war einmal ein großer Langhalsanführer. Aber als er kleiner war, da war er etwa so alt wie ihr, lernte er eine Lektion in Sachen Mut und Tapferkeit. Eines Tages spielten Langläufer und seine kleine Schwester und hatten jede Menge Spaß. Sie hatten sogar so viel Spaß, dass der Wind eifersüchtig wurde. Der Wind blies um Langläufers Schwester herum und wirbelte sie hoch in die Luft. Er entführte sie in eine Windhöhle, weit oben in den Bergen. Langläufer fürchtete sich, dem Wind in die Windhöhle zu folgen. Aber er wusste, dass ihm nichts anderes übrig blieb, wenn er seine Schwester retten wollte. Als Langläufer die Höhle erreichte, traf der Wind mit ihm eine Abmachung. Wenn er in einem Wettlauf bergab den Wind schlagen könnte, dann würde dieser seine Schwester freilassen. Langläufer wusste, das würde gefährlich werden. Aber er musste seine Schwester retten. Niemand hatte bisher den Wind geschlagen. Doch Langläufer fand den Mut, schneller zu laufen als jeder Langhals vor ihm. Weil Langläufer es schaffte, seine Angst zu überwinden, war er in der Lage, den Wind zu besiegen. Der Wind hielt sein Versprechen und brachte Langläufers Schwester aus der Höhle zurück. Aus Langläufer wurde ein großer Anführer. Und immer wenn er tapfer sein musste, erinnerte er sich daran, wie er den Mut hatte, den Wind zu besiegen. Und manchmal, wenn ich Mut brauche, denke auch ich an Langläufer.
Wow! Danke für die steinstarke Geschichte, Saru. Ja! Ich fühle mich schon viel besser. Littlefoot! Littlefoot! Großvater? Littlefoot! Ja! Ich kann ihn auch hören. Großvater? Großvater! Littlefoot, mir dich gefindet! Petri! Was machst du denn hier? Mir sie gefindet! Kommt alle her, schnell! Gefunden. Ganz einfach, wir sind euren Fußabdrücken bis hierher gefolgt. Und dann haben wir das Steinrutschen gehört. Und wir haben euer Rumjammern gehört. Saru, hör mal, ich wollte etwas mit dir besprechen. Was sollten wir besprechen? Es ist alles gesagt. Nein, nein, Saru. Ich denke, du solltest der neue Geschichtenerzähler sein. Ich? Aber ich kann doch die großen Geschichten nicht ohne dich erzählen. Aber uns hast du doch auch eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von Langläufer. Wir hatten ganz große Angst. Aber durch deine Geschichte haben wir uns besser gefühlt. Siehst du, Saru, das war ein Moment, in dem eine der großen Geschichten wichtig und lehrreich für die anderen war. Das zeichnet einen guten Geschichtenerzähler aus. Er weiß, wann er für andere wichtig ist. Du glaubst wirklich, dass ich bereit bin, ein Geschichtenerzähler zu sein? Das bist du doch längst. Find ich auch. Ja, genau. Das hätte ich dir schon viel früher sagen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich dachte, Geschichtenerzähler haben immer etwas zu sagen. Vielleicht hast du recht. Ehrlich gesagt, erinnert mich das an eine Geschichte über die erste Geschichtenerzählerin. Ihr Name war Erste Stimme. Eines Tages kam Erste Stimme in eine große Höhle. Da hörte sie ein Rascheln. Ein anderer Langhals näherte sich der Höhle. Völlig aus dem Häuschen. Wo fliegt er denn hin? Kann mir vielleicht mal jemand sagen, wo wir hingehen? Oh nein! Oh nein! Nein! Halt durch, Petri! Wir kommen! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Alles in Ordnung? Nein, hier alles verwüstet. Na und? Wieso ist das so schlimm? Du wohl vergessen. Heute große helle Scheibe Dankfest. Ach das. Ist es etwa schon wieder so weit? Ganz tolle Zeit. Muss aufräumen. Wisst ihr, eigentlich weiß ich gar nichts über dieses große helle Scheibe-Dankfest. Du nicht weißt? Sie nicht weißt? Also ich kenne das auch nicht.
Ich werde euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Geht schnell zurück zu euren Schlafplätzen, bevor Petri euch den ganzen Tag schuften lässt. Muss schuften. Große helle Scheibe braucht Dankfest, weil sie viele Tage so lang und schön gescheint hat. Alles klar, Petri. Du kannst deine Zeit ja mit diesem Fest verplempern, aber ich gehe schön zurück zu meinem warmen Schlafplatz. Zera, richtig. Mir braucht Hilfe. Für große Fest muss alles blitzeblank sein. Gehört zu dem Fest noch mehr als aufzuräumen und sauber zu machen? Oh ja. Wir pflücken viele leckere Früchten für alle und feiern ein rauschendes Fest. Das ist ein Haufen Arbeit, aber das ist es allemal wert. Jap, jap, jap. Außerdem, alle denkt darüber nach, was sie in die warme Zeit gelernt haben. Also Mia hat das gelernt. Ich weiß nur, was ich gelernt habe. Pass auf! Ich kann hüpfen wie ein Springelinger. Nachher wir alle zusammen haben riesengroßen Spaß. Aber erst, wir müssen kräftig aufräumen. Ich glaube, das große helle Scheibe Dankfest wird mir sehr gefallen. Alle zusammen! Schieben! Uns braucht Hilfe! Na schön, na schön. Aber nur den einen Baumstamm. Ach, mein Schlafplätzchen wird immer kälter und kälter. Da wird große helle Scheibe froh sein. Und wieso? Große helle Scheibe sieht fest. Wenn gut, dann auch scheint, wenn kalte Zeit kommt, dann nicht ganz so kalt. Die große helle Scheibe beobachtet uns? Ja, helle Scheibe beobachtet immer. Das ist doch gar nicht wahr. Und wenn der großen hellen Scheibe unser Fest nicht gefällt, heißt das, es wird dann ganz dunkel und eklig? Zumindest denkt Petri das. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist doch nur eine Geschichte. Hab ich recht, Littlefoot? Hä? Naja, ich weiß nicht. Ich finde es schön, ein Fest zu feiern, wenn man für etwas dankbar ist. Vielleicht ist das für euch Spaß. Also für mich ist das nichts weiter als ein Haufen Arbeit ohne besonderen Grund. Sind wir jetzt mit dem Baum fertig? Mir nicht fertig. Mir schieben Baum zu schnelles Wasser für große helle Scheibe. Na dann los! Packen wir es auf! Ja, ja, ja. Schön, dass ihr heute schon so früh bei der Arbeit seid. Wir haben heute noch eine Menge zu tun. Aber ganz bestimmt nicht alle. Ein perfekter Tag für ein Fest, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Stimmt was nicht, Zera? Warum kümmert sich ein Erwachsener wie Sie um die große helle Scheibe? Es ist nichts falsch daran, dankbar zu sein, Zera. Mir sehr dankbar. Ja, klar. Ich bin dankbar, dass ich mit der schweren Baumstammschlepperei fertig bin. Ich muss lernen, was ich in der letzten warmen Zeit gelernt habe. Ich weiß, was ich gelernt habe. Jap, jap, jap. Was immer Ducky auch gelernt hat, es ist unter Wasser. Sie kann ganz schön tief runtertauchen. Vielleicht versucht sie, unter Wasser Grünzeug für das Fest zu finden. Es gibt unter Wasser grünes Futter? Ja, aber um es zu kriegen, muss man lange seinen Atem anhalten. Luftblasen! Hurra! Das geschafft! Ich habe ganz, ganz viel geübt seit dem letzten große helle Scheibe Dankfest. Ja, das hab ich, ja, das hab ich. Das war ganz schön beeindruckend, Ducky. Also ich habe mehr gelernt als ihr alle zusammen. Ich habe gelernt, Was du gelernt, Zera, sag uns und große helle Scheibe auch.
vergesst es. Was sollen wir vergessen? Vergesst einfach alles. Ich hab die Nase voll von eurer großen hellen Scheibe. Wieso denn? Magst du die helle Scheibe etwa nicht? Na klar mag ich sie. Ich finde nur nicht, dass wir ein Dankbarkeitsfest dafür feiern müssen, dass sie da ist. Was kommt als nächstes? Muss ich den Bäumen und Felsen auch dafür dankbar sein, dass sie da sind? Na ja, wenn du möchtest. Japp, japp, japp. Ich möchte aber nicht. Klar, die große helle Scheibe ist nur sowas wie ein Ball am Himmel. Sie kommt und geht und macht, dass es warm wird, so wie immer. Das muss man nicht extra feiern. Ich finde, jeder hat ein Recht auf seine Meinung über das Dankfest für die große helle Scheibe, Zera. Dann verplempert doch euren Tag, wenn ihr wollt. Ich werde euch jedenfalls nicht helfen und ich werde auch nicht mitfeiern. Klingt, als würdest du das nicht für einen guten Morgen halten. Wo sind denn Tria und Tricia? Oh, die sind unterwegs. Wegen diesem große helle Scheibe-Festquatsch. Ach, du hältst das auch für Quatsch, Papsi? Das glaube ich nämlich auch. Natürlich tust du das. Du bist ein Dreihorn, so wie ich. Nur was du siehst, das kann auch sein. Alles andere ist nur Schein. Ein Baum, ein Stein, ein Stein. Was man nicht sieht, kann auch nicht sein. Das, was es gibt, ist das, was man sieht. Das andere ist doch verrückt. Weil es das nicht gibt. Überhaupt nicht gibt. Die Welt ist flach aus gutem Grund. Der Himmel über uns ist rund. Und während wir hier unten stehen, ist die helle Scheibe am Drehen. Das, was es gibt, was es wirklich gibt, ist das, was man sieht. Nur das, was man sieht. Alles andere ist verrückt. Ist total verrückt. Weil es nur das gibt, was man wirklich sieht, was auch geschieht. Ich glaube, Spikey weiß, was er zu machen hat. Japp, japp, japp. Das sehr gut, Spikey. Und was machst du? Kannst du mir sagen, was er vorhat? Ah, jeder wird von dem Baumteil bei unserem Fest begeistert sein. Japp, japp, japp. Immer langsam mit den jungen Dinos. Ich glaube, helle Scheibe, sehr stolz auf dich. Alles klar, dann wollen wir uns mal wieder an die Arbeit machen. Aber Littlefoot, hast du inzwischen gar nichts gelernt? Ob ich irgendwas gelernt habe? Klar habe ich das. Passt mal auf. Hey, du klingst ja wie Spike. Und ich bin beinahe so stark wie er. Naja, aber auch nur beinahe. Hier, wir feiern unser eigenes Fest, während die anderen sich mit diesem große helle Scheibe-Unsinn beschäftigen. Hallo Tapsi, hallo Zera. Oh, ist das für die Feierlichkeit? Nein, das ist nur für uns. Was soll denn das heißen? Weißt du, ich glaube, dieser ganze Feierlichkeitsquatsch ist völliger Unsinn. Aber alle anderen im großen Tal sind da ganz anderer Meinung. Meine Zera nicht. Richtig, Zera? Genau, Tapsi. Tri,
Tricia und ich hatten jedenfalls viel Spaß. Wir haben den anderen beim Aufräumen geholfen und Tricia hat ihr erstes süßes Baumteil gefunden. Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Was? Oh, selbstverständlich höre ich dir zu. Ihr seid damit beschäftigt, für etwas dankbar zu sein, für das man gar nicht dankbar sein muss. Na schön, falls du deine Meinung änderst, Tricia und ich sammeln jetzt ein paar süße Wurzeln für die Feierlichkeit. Nein, danke. Ich bleib lieber hier bei meinem Papsi. Papsi, glaubst du, dass Tria und Tricia verrückt sind? Nein, natürlich nicht. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Was nicht sein kann, das kann auch nicht sein. Und jetzt iss. Oh, vielleicht habe ich gelernt, dass die schlecht schmeckenden Baumteile auch gut schmecken können. Nein, das habe ich noch nicht gelernt. Keine Sorge nicht, Ruby. Die große helle Scheibe, sehr geduldig. Papsi? Was ist denn schon wieder? Weißt du noch, wie Tria mich und meine Freunde zum Matschepampe-Pool geführt hat? Ja, und? Zuerst wollte ich da nicht reingehen, aber als ich dann drin war, da war es irgendwie toll. Hm? Naja, jetzt bereiten meine Freunde alles für die große Feier vor und... Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn wir ihnen dabei helfen? Ich meine, nur ein kleines bisschen. Von mir aus. Wir können ja mal zu ihnen rüberschlendern und sehen, wie sie ohne uns zurechtgekommen sind. Dankeschön, Papsi. Jetzt sieht es hier schon viel hübscherer aus. Japp, japp, japp. Japp. Jetzt ist alles für die große Feier vorbereitet. Hey, gehört das da oben etwa auch zur Feier? Also mir glaubt nicht. Was war denn das? Ein Feuerfelsen. Schnell, Zera! Oh nein! Wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet! Littlefoot, ist große helle Scheibe böse? Nein, Petri. Wir kennen doch alle den rauchenden Berg. Und manchmal spuckt er eben Feuer. Das heißt nicht, dass die große helle Scheibe böse ist. Das heißt nur, dass wir dieses Feuer allein bekämpfen müssen, solange keine Hilfe eintrifft. Spikey, du gräbst, wie du vorhin schon mal gegraben hast. Chomper, mit deinen Füßen schleuderst du dann die Erde in das Feuer. Alles klar! Geklappt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um Wasser raufzuschütten. Wie wär's denn mit nassen Baumsternen? Das könnte klappen. Oh, ich glaube, ich kann jetzt besser rennen, als ich vorher rennen konnte. Das heißt, dann ist Rennen das, was ich jetzt besser kann. Jawohl. Mir wusste, sie findet heraus. Ducky, du holst jetzt alle nassen Baumsterne aus dem Wasser. Das mach ich. Ja, das mach ich. Und Petri, ich möchte, dass du diese nassen Baumsterne nimmst, über das Feuer fliegst und sie darüber fallen lässt. Was? Über Feuer fliegen? Hey, du kannst das. Für die große helle Scheibe. Na gut. Für große helle Scheibe.
Familie, hä? Ich helfe euch! Schnell! Das Feuer ist noch nicht gelöscht. Vater Dreihorn, Sie sind auch hier? Natürlich bin ich hier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wir brauchen noch mehr nasse Baumsterne. Ich werfe sie dann ins Feuer. Hier, noch mehr Baumsterne! Große Fest kaputt gemacht. Das Feuer frisst unser Essen, sodass wir es nicht mehr essen können. Wir brauchen mehr Hilfe. Die bekommen wir gerade. Seht doch mal. Gefrorenes Himmelswasser. Oh, das ist wunderschön. Seht doch, das Feuer geht aus. Das tut es, ja, das tut es. Gefrorene Himmelswasser rettet große helle Scheibe Dankfest. Noch ist das Feuer nicht ganz aus, Petri. Das wird es auch nicht, wenn wir nur Löcher in die Luft starren. An die Arbeit. Genau, Papsi. Scheibe, ganz wunderschön. Ja, das ist sie wirklich. Vielleicht habe ich gelernt, dass es gut ist, etwas zu feiern. Jedenfalls ab und zu. Du hast recht, Sarah. Das ist gar nicht so schlecht, nicht wahr? Ich weiß, dass du nicht viel von Feierlichkeiten hältst, Tapsi. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich auch. Tja, und ich erst. Oh, ich froh, dass alle hier sind. Ich ganz doll glücklich, alle Freunde bei mir sind. Die große helle Scheibe scheint ganz tief in mich drin. Feiern wir das helle Scheibe-Dankfest. Wir haben geschuftet, das war ganz schön schwer. Alle sind da, die Freunde und Familien. Das wird ein Spaß, das ist doch ganz klar.